Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über die 10. Lektion aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Und diese Lektion ist gerade für mich sehr wichtig und sehr relevant. Und es ist für mich möglich wegen euch. Und diese Lektion lautet: Glück ist, wenn man eine Beschäftigung hat, die man liebt. Ja? Glück ist, wenn man eine Arbeit hat, die man liebt. Glück ist, wenn man eine Beschäftigung hat, die man liebt. Und das habe ich. Ja? Ich liebe Authentic German Learning. Ich liebe es, Deutschlernmaterialien für euch zu kreieren. Ich liebe es, an der Webseite zu arbeiten. Ja, ich liebe es, neue Kurse zu erstellen für die Authentic German Learning Akademie. Und deshalb bedanke ich mich bei allen Unterstützern, bei allen Leuten, die meine Produkte kaufen, bei allen Leuten, die Spenden hinterlassen und auch bei allen Leuten, die Engagement zeigen. Ja, für alle Leute, die Kommentare schreiben und mit mir interagieren und mir Feedback geben. Ja? Euch allen danke ich, denn ihr macht es möglich, dass ich eine Beschäftigung habe, die ich liebe. Ja? Und dass ich auch sehr viele Deutschlernmaterialien kostenlos zur Verfügung stellen könnte. Denn wenn niemand meine Produkte kaufen würde und wenn niemand spenden würde, dann könnte ich auch keine kostenlosen Materialien frei zur Verfügung stellen. Und deshalb bedanke ich mich bei euch allen. Meine Frage an dich ist: Hast du eine Beschäftigung, die du liebst? Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Und wenn nicht, dann hoffe ich sehr. Ich hoffe ganz innig, dass du entweder Glück in deiner jetzigen Beschäftigung finden kannst, dass du Aufgaben finden kannst, die dich erfüllen. Ja, vielleicht kannst du deinen Chef bitten, dir andere Aufgaben zu geben, mit denen du zufriedener bist. Ja, oder vielleicht kannst du dir eine bessere Beschäftigung suchen, die du liebst. Und wenn es schwierig ist für dich überhaupt eine Beschäftigung zu finden, dann bist du bestimmt schon glücklich, wenn du eine Beschäftigung hast. Also selbst wenn man seine Beschäftigung nicht so sehr mag, dann kann man meiner Meinung nach trotzdem froh sein, dass man überhaupt eine Beschäftigung hat. Zu der heutigen Zeit, ja. Gerade wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft, ja, wenn es Armut gibt und so weiter, wenn es Arbeitslosigkeit gibt, dann ist es schon ein Glück, überhaupt eine Beschäftigung zu haben. Und es ist ein großer Bonus, wenn man seine Beschäftigung liebt. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg im Berufsleben. Ich wünsche dir, dass du eine Beschäftigung hast oder eines Tages eine Beschäftigung finden wirst, die du liebst. Sag mir doch, was du über diesen Gedanken denkst und wie es mit dir aussieht zurzeit. Ja, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass du eines Tages so glücklich mit deiner Beschäftigung bist wie ich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Dies war Lektion 10 von Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück.